Harry meldet sich nochmal, und zwar Harry unterwegs. Heute am 21. Januar 2021. Ja, wir haben etwas mehr Wind bekommen, aber Sonne pur. Ein paar kleine Wölkchen sieht man, und wir sind jetzt heute hier mal ja, am Barranco. Am Barranco de Maspalomas, aber auf der anderen Seite. Da sind auch schöne Bungalow- und Hotelanlagen. Und da fahren wir ganz einfach mal heute lang, dass man auch mal was anderes sieht, und der ein oder andere ist hier auch vielleicht noch gar nicht gewesen. Wir fahren also jetzt erstmal in Richtung Riesenrad, aber wir wollen nicht direkt am Barranco entlang fahren, sondern auf der Parallelstraße sozusagen, und jetzt gleich die Richtung Leuchtturm. Hier geht's lang, hier stehen schöne Ein- und Mehrfamilienhäuser und auch zum Beispiel die Anlage Los Leones hier, die war früher auch touristisch auf der rechten Seite. Und hier kann man auch Langzeiten mieten. Hier auf dieser Seite, das ist die erste Reihe, und da gehen so kleine Wege nach hinten, und da gibt es dann noch zwei oder drei Parallelstraßen dazu, hier geht's rein, und da ist also auch Langzeit, Monate, halbes Jahr oder Jahr die Anmietung möglich, so wie hier in der Anlage links. Das ist Paraíso Tropical, da sind auch im Internet immer einige Angebote, aber in der Regel keine Kurzzeit, sondern schon Langzeit. So, und hier kommen wir dann die Richtung Tabaiba Princess Hoteles. Wir fahren eben mal hier hoch. So, hier entlang, und jetzt sind wir wieder auf der Hauptstraße, die auch Richtung Leuchtturm führt, aber nur um den Barranco hier zu überqueren. So, hier ist wohl Bewegung auch im Hotel. Das Maspalomas Princess. Das ist das erste hier. Ja, und dann hier das Tabaiba Princess. Ja, sind auch architektonisch schöne Hotels. Muss man mal gesehen haben. Und wenn jemand in diese Ecke hier möchte, dann kennt er jetzt den Namen der beiden Hotels. Ich werde den Link dann zum Hotel Tabaiba Princess auch hier mit anhängen. Es liegt insofern sehr günstig, ja, dass man direkt sozusagen hier hinten raus zum Strand kommt. Wir sind jetzt auf der gleichen Höhe wie der Golfplatz. Der Golfplatz.
Ja, auch der Garten wurde alles neu gestaltet hier. Ja, und da sitzen tatsächlich die Gäste am Pool. So, und ich drehe jetzt meine Runde und fahre jetzt noch mal weiter hier Richtung Strand. So. Bis zur Brücke da vorne und dann werde ich mich auch verabschieden. Ich fahre aber weiter und zwar Richtung Wasser. So, mit diesen Aufnahmen verabschiede ich mich dann auch und sage bis morgen oder bis zur Realität nachher, je nachdem wie ihr Lust habt. Es gibt wieder ein paar interessante Sachen. Bis später.